Guten Morgen und willkommen zurück nach einer doch etwas längeren Pause von mehreren Tagen. Yeah, geht's gleich weiter mit Pet Sachs. Sie wurden, ohne Monatslohn zu erhalten, von Vairitz entlassen. Keine Ahnung, wer das ist. Ihre ehemaligen Chefs haben die Franke-Key-Söldner angeheuert, um sich vor ihnen zu schützen. Sie und 11 weitere ehemalige Angestellte müssen eine Basis errichten und sich vernichten. Wir haben spezielle Modifikationen an ihren Orcas vorgenommen, um ihnen bei ihren Streben nach Gerechtigkeit zu unterstützen. Okay. Oh, und ich spiele noch recht schnell, stelle ich fest. Was vielleicht gar nicht mal so schlecht ist, stelle ich fest. Ah, und hier sind unsere anderen 11 Mitarbeiter, die auch entlassen wurden. Hey, Moment. Ach, ich bin auch dabei, oder was? Ich zähle hier jetzt irgendwie 12, also zähle ich wohl auch dazu. Hey! Ja klar. Ich wurde ja auch entlassen. Und spezielle Motivation an Orcas? Tauchen die Dinger jetzt endlich mal was? Ja. Und wir bauen erstmal ein Großkraftwerk, warum auch immer. Und ich glaube, wir werden hier nie angegriffen. Ich erkunde mal die Karte, kann nicht schaden. Wissen ist Macht, nichts wissen macht auch nichts. Dreh dich, Rad. Wir spielen Glücksrad. Ich würde gerne ein Y kaufen für 1200. Oh, leider nicht dabei. Schade, jetzt haben sie alle verloren. Oh. Ja, sind Game-Shows nicht was Schönes. Und welches Tor möchten Sie? Tor 1, 2 oder 3? Ich nehme Tor 3. Sind Sie sicher, dass Sie Tor 3 wollen? Ich biete Ihnen den grünen Umschlag und 10.000 Euro, wenn Sie nicht Tor 3 nehmen. Verpiss dich! Wage es ja nicht, mich jetzt anzugreifen. Nein, ich nehme Tor 3. Ja, sind Sie sich absolut sicher? Wirklich? Und ich sterbe, weil ich im Tiberium bin. Oh, geil. Ich hab's nochmal so richtig fest. Ja, das war's damit. Ach, wen das jetzt? Waren eh nur nutzlose Idioten. Wo war ich jetzt? Ach ja, richtig. Ich biete Ihnen 200 Fantastillionen. Tor 1 und 2 und 17 verschiedene farbige Umschläge, wenn Sie nicht Tor 3 nehmen. Nein, ich nehme Tor 3. Okay, und hinter Tor 3 ist... der Zunk. Oh, jetzt bekommen Sie gar nichts. Wie schade. Egal. So, und jetzt brauche ich wieder ein Großkraftwerk. Hey. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Ah, noch ein Sammler. Ja, so langsam sollte ich mal noch eine zweite davon rebauen. Ja, das Tiberium hat, glaube ich, ich glaube, da war kein Baum, oder? Also so ein Blütenbaum, so macht der so spukt. Nee, das war es nicht nett. Schick mal noch einen hin. Und Orcas, wir sollten, ich baue ein paar Mammuts und dann, Konstruktion? Achso. Ich hab da ja was gebaut. Ich hab da mal was vorbereitet. Eine Werkstatt, ja. Nein, die baue ich noch. Was wollte ich noch sagen? Ah ja, genau. Ich hab jetzt mal so technisch die 10 Jahre Version von... Kriegt euch noch ins Spiel. Alarmstufe Rot 1 ausprobiert und die läuft auch problemlos. Also... kann ich problemlos aufnehmen mit dieser Fraps-Version. Und deswegen werde ich die auch irgendwann let's playen, also Alarmstufe Rot 1 plus die Addons. Das wird aber noch ein bisschen dauern. Und vorher muss ich noch einiges anderes let's playen. Da denkt man sich, hey, ich let's play nur Freeware-Spiele, da habe ich nicht so viel. Ja, von wegen. Und Orcas, was muss ich bauen, um Orcas bauen zu können? Ich glaube eine Kaserne, oder? Ja gut, wir laufen jetzt mal dann auf. Nett euch kennenzulernen, Jungs. Schauen wir doch mal. Ja, ein Heliport.
So, meine Verteidigung steht. Dann sichere ich doch mal und schau mir das Ganze mal an. Los, ran an den Mann. Jetzt bin ich mal gespannt, was er kann. Komm, zeig mal. Da, schieß mal auf den. Was? Was? Was war das? Was war das? Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ist es so Obelisk oder was? Ist ja geil. Na, wenn das nicht mal geil ist, dann brauche ich 2-3 Mammuts zur Verteidigung und dann ist gut. Guck, bau schon. Also das finde ich jetzt cool. Wahrscheinlich haben die doch 20 Milliarden Flakstellungen gleich da oben stehen. Wir drehen wieder ein bisschen auf. Das dauert jetzt noch 2 Wochen. Dauert es auch so wieder. Gleich werde ich wahrscheinlich wieder gestört werden. Ich höre es doch schon kommen. Ich habe ja einen Ionenwerfer gebaut. Ganz vergessen. Hey, endlich werden Orcas mal nützlich. Das fällt denn jetzt ein, meine Orcas zu verbessern. Das sind auch Experten. Jetzt brauchst du noch so einen Streubombenschacht, die Dinger, und die werden perfekt. Ich baue gleich noch eine Fabrik. Raffinerie. Und ich hätte mal Lust anzugreifen. Ich greife mal an. Ich bin mal mutig, aber die haben bestimmt noch irgendwo Luft dabei, oder? Ja. Okay. Okay, das sind ganz viele Kraftwerke, sehe ich. Okay, ich setze auf eine Mischung zwischen Mammuts und Orcas, dann komme ich da rein irgendwann. 2 Monate später. Also es handelt sich jetzt nur noch um Tagehandel, bis wir endlich da reinkommen. Ja, also, wir haben schon den Schlüssel vom Hausmeister geholt. Und eine Aufenthaltsgenehmigung haben wir auch schon. Wozu auch immer. Wozu brauche ich jetzt eine Aufenthaltsgenehmigung? Ich habe keine Ahnung. Ich bin hier geboren und so, ne? Ich komme nicht aus dem Ausland, nein! Auch wenn ich so rede. Ich heiße nicht Ahmed. Okay, jetzt werde ich, glaube ich, gleich rassistisch. Wer will rassistische Witze hören? Meldet sich jetzt mal jemand. Na, das lassen wir lieber. Das war ich noch von YouTube gesperrt oder so. Sie wurden gesperrt. Ihre rassistischen Witze waren nicht lustig genug für YouTube. Boah, das dauert einfach noch zu lang. Was mache ich da? Was mache ich da? Das ist das einzig Sinnvolle, ne? Wird gebaut, dann bau mal. Na komm schon, baut, baut Jungs, baut. Oder Mädels oder was auch immer ihr seid. Ist die KI männlich oder weiblich? Die Sammler. Ach, schon mal der Bauhof. Der Bauhof, aber arbeiten da drin Frauen oder Männer? Oder eine Mischung. Oh, die Mischung macht's. Haha. Och komm. Und bei Ioni. Ionisiris. Ionisiris. So. Mahmud. Mahmud. Ahmed. Nein. Helipar. Yay! Also die Orcas hätte ich gerne in der normalen Kampagne gehabt, ne? Weil. Ich will Obelisken entdecken. Ja, ich habe einen Obelisken entdeckt. Ich bin Gott. Ja, ich bin ein übernatürliches Wesen mit einer Leistungsfähigkeit von 3,2. Okay. Also jeder, der das jetzt verstanden hat, der hat ein Problem im Kopf und so. Und die, die es nicht verstanden haben, ja, denen geht's jetzt wie mir und fragen sich, was labert der Typ da überhaupt für eine Scheiße? Warum hält er nicht einfach mal die Fresse? Das wäre viel lustiger. Oh. Geht ab.
werden. Geil. Mir gefällt die Idee. Hä? Achso, noch einer. So ähnlich sahen meine Konstruktionen mit Kwani Konga Ini auch immer aus in Alarmstufe Rot. Ey, ist doch weh. Mami, die haben mich gehauen. Mach irgendwas. Kann noch was verkaufen? Nein. Boah, ich hab 6 Sammler und es ist kein Kohlen da. Irgendwas läuft doch hier schief. Boah. Kann man da schon Bäume sprengen? Geht das da schon in dem Teil? Also in der Alarmstufe Rot geht's, wenn ich mich richtig erinnere, aber ob es da auch schon geht? Ja, es geht auch schon gut. Ich war mir da jetzt gar nicht mehr so sicher. Schon eine Weile her, dass ich das ausprobiert habe. Aber man kann es. Yeah, wir werden Holzfäller. Und essen erstmal ordentlich Schnitzel. Holzfäller Steak, meine ich. Steak. Hm. Ja. Das ist jetzt einer der wenigen Momente im Spiel, wo man sich denkt, warum habe ich jetzt keinen Flammenpanzer? Da könnte ich die ganzen Leute da plätten und dann einfach so mit meinen Orcas reinfahren und wir bauen mal einen Wüstenjäger. Und alles bauen, bauen. Puh, ich habe 3 Raffinerien, 6 Sammler und trotzdem ist kein Kohlen. Warum fahre ich überhaupt so weit auf? Weil wir Kilometer bezahlt werden pro Kilometer, ja. Gibt's mehr Kilometergeld, wenn wir ganz genau fahren. Glaubst wohl nicht, dass wir uns mit so 10 Cent da abgeben, ne? Weil es immerhin dein Sprit, den wir da verfahren, ne? Oh Gott, die verfahren meinen Sprit. Ich stelle fest, sie sind sehr weit gekommen. Toll, schon wieder ein Platten. Na, ganz toll. La 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 la. Die kann man mit Mionwerfer nicht plätten. Hm. Also machen wir mal die Obeliskis kaputt. Bauen noch einen Heliport. Halt nicht angreifen. La 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 la. Boah, sammeln halt noch weiter oben, Jungs. Hey, der ist durchkommen. Macht mal was. Ja, wir hatten einfach so 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 solche Dinger auf, 12 solche Dinger aufsteigen, einfach. Ach, göttlich. Wieso hatte ich die nicht in der normalen Kampagne? Ich meine, hallo, damit werden Orcas endlich mal nützlich. Das erste Mal in ihrem Leben, dass sie auch was können. Ich glaube, ich muss bald mal wieder ein Kraftwerk bauen. Oder? Ach, Blödsinn. Da, macht die Bäume platt, ey. Holz! Wir brauchen Holz, um Papier zu machen, genau. Hä? Ach so. Das habe ich im Moment schon gedacht, das sind wirklich Feinde da oder so. Hey, die greifen uns an, was? Kann doch gar nicht sein. Hallo? Kannst du dich beim Baum angreifen oder was? Nein, der ist zu schnell für mich und zu intelligent. Ja, Bäume sind auch intelligente Wesen. Scheiße, mein Flugzeug nicht direkt so mit reparieren kann und. So. So. Ich sage alles dasselbe. Das für eine Scheiße. Ach. Machen gleich noch eins. Das erste Mal des Orcas. Nützlich sind. Habe ich glaube schon zweimal gesagt, dass Orcas nützlich sind in der Mission. Habe ich es eben überhaupt gesagt oder bloß gedacht. Oh. Ich denke die Hälfte immer bloß und die andere. Und sag sie nicht. Das ist ganz schlecht. Schön. Aber das ist voll ungleichmäßig, die Punkte, das ist voll scheiße gemacht. Welcher Idiot hat ein System da entwickelt?